Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Ja, ist ja jetzt schon etwas länger nichts mehr von mir gekommen. War da ein bisschen im Stress, ziehe jetzt zurzeit auch noch um. Umzugsstress, Arbeitsstress, alles zusammen. Aber ich habe ja eh diese Pause da angekündigt. Aber jetzt möchte ich mich heute mal mit euch ein bisschen über die Project Cars Online-Meisterschaft unterhalten, beziehungsweise mit euch darüber diskutieren. Und ja, das Ganze soll nämlich jetzt im September, Oktober wahrscheinlich starten. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass genug Leute teilnehmen wollen. Und in diesem Video jetzt hier möchte ich einfach mal generell fragen, wer von euch Interesse hat, an dieser Meisterschaft teilzunehmen. Könnt ihr einfach mal als Kommentar ins Video unten reinposten. Ihr schreibt dann einfach, ja, ich hätte Interesse. Und dann merke ich mich euch schon mal vor für die Teilnehmerliste. Ja, nachdem es im diesem Jahr so viele Probleme mit GT6 gab, was die Online-Server und die ganzen Online-Bugs anging, konnte ich ja leider keinen wirklich fairen Wettbewerb mehr für euch organisieren. Da ist einiges schiefgelaufen und das finde ich nach wie vor sehr schade. Aber ich möchte jetzt versuchen, in diesem neuen Spiel nochmal sozusagen eine neue Meisterschaft von vornherein aufzubauen und natürlich werden das dann wahrscheinlich nicht mehr die ganzen Fahrer von früher sein. Das wird also nicht so einfach, da wieder eine neue Base zu entwickeln. Da habe ich mir natürlich keinen wirklich leichten Schritt mitgemacht, aber was soll's. Ich hoffe natürlich, dass wir umso schönere und bessere Rennen sehen werden in diesem neuen Spiel Project Cars. Denn es bietet einfach sehr, sehr viel Potenzial, was die verschiedenen Rennklassen angeht, was man da überhaupt alles für Strecken und Optionen hat. Und es fühlt sich einfach nach wie vor super geil an. Also, wenn ihr Interesse habt, teilzunehmen, dann tut es bitte kund. Dann weiß ich nämlich, ob ich es hier organisieren werde oder überhaupt in den Start bringen werde. Wenn sich keiner meldet, dann brauche ich es ja auch nicht zu organisieren, sozusagen. Ja. Es gibt außerdem noch eine Frage von mir an euch. Und zwar bin ich mir noch nicht ganz sicher, was für eine Rennklassen überhaupt gefahren werden sollen in dieser Meisterschaft. Ich habe ja mittlerweile schon sehr, sehr viele Sachen organisiert in verschiedensten Spielen. Jetzt in GT6 zuletzt ja mit OSR zusammen, eine GT3-Meisterschaft. Die übrigens auch wieder eine neue GT3-Meisterschaft jetzt im Herbst an den Start bringen wollen. Da könnt ihr ja mal auf der Internetseite vorbeigucken, wenn ihr noch GT6-Rennen fahren wollt, könnt ihr dort vielleicht auch noch unterkommen. Ich weiß nicht, wie die jetzt gerade besetzt sind im Moment. Auf jeden Fall vor dieser Meisterschaft habe ich ja eine Endurance-Serie gemacht mit Langstreckenrennen im LMP1-Format. Und ich denke, es soll wieder so ein bisschen in diese Richtung gehen. Es würden auf jeden Fall Langstreckendistanzen sein von 1,5 bis 2 Stunden. Ist noch nicht ganz festgelegt, aber die Fahrzeugklasse ist eben noch nicht ganz so fest. Und ihr könnt da, wenn ihr wollt, jetzt noch ein bisschen Einfluss drauf nehmen und mir eure Meinung sagen in den Kommentaren. Also ich sag mal, was zur Auswahl steht, ist das Format, wie es früher war, was ich gemacht habe, eben in dem neuen Spiel mit LMP1-Wagen und GT3-Wagen, quasi 50-50 das Feld geteilt in 2 Klassen. Ihr könnt aber auch sagen, nee, ich möchte lieber nur LMP1 und keine 2 Klassen haben. Das sind also schon mal 2 Optionen und die dritte Option ist, ihr wollt nur GT3 und gar keine LMP1 mehr. Das sind so jetzt die 3 grundlegenden Entscheidungen, also LMP1 und GT3 oder nur LMP1 oder nur GT3. Die GT3-Meisterschaft wäre dann auch eine eher langstreckenmäßig angesetzte Meisterschaft. Wir könnten aber auch exotischerweise noch ein paar andere Optionen erwägen, und zwar gibt es da noch die zweiten Optionen, nämlich wir fahren LMP1 und LMP2, das könnte man auch machen, oder wir fahren LMP1 und LMP900, das sind die etwas älteren LMP1, darunter zählt der Audi R18, der BMW V12 LMR und der Bentley Speed 8, da sieht es quasi eine 2. Klasse gegen die LMP1-Fahrzeuge sind. Die sind nämlich realistischerweise mittlerweile die neuen LMP1 etwas schneller als die LMP900 und so würde das eigentlich ein ziemlich knappes 2-Klassen-System geben, die nicht so weit auseinander liegen. Aber das ist eure Entscheidung, ihr könnt das hier gerne mal in die Kommentare alles posten, wie ihr das haben wollt. Und
entsprechend werde ich das dann mir dann natürlich durchlesen und schauen, was ihr so insgesamt als breite Masse haben wollt. Das ist keine richtige Umfrage, ich will einfach mal eure Meinungen hören und entsprechend werde ich dann mich entscheiden und dann was für euch hochziehen. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Es wird jetzt auch bald wieder ein Video kommen. Ja, wie gesagt, im August immer noch weniger Videos, hab jetzt gerade viel zu tun. Wenn es dann das Wetter soll jetzt sowieso ein bisschen schlechter werden, vielleicht schaffe ich es hin und wieder doch mal was zu produzieren. Hab jetzt letztens auch ein F1 2015 Video gemacht, aber da war dann irgendwie alles von der Videospur kaputt, deswegen konnte ich es nicht hochladen. Das versuche ich heute nochmal, mal gucken, ob ich es dann morgen, übermorgen irgendwann präsentieren kann für euch. Ja, also wie gesagt, schreibt euch mal hier in den Kommentaren ein bisschen aus, würde ich mich drüber freuen und auf diese Meisterschaft natürlich auch, wenn es klappen würde. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.